bringe gleich zu Beginn einen Entschließungsantrag ein, den Antrag der Abgeordneten Daimek, Gradauer, Hackl, Magister Haider, Kitzmüller, Neubauer, Botgoschek. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, den Standort Linz für die Schaffung einer vierten Medizinuni ernsthaft zu prüfen und gemeinsam mit der Landeshauptstadt Linz und dem Bundesland Oberösterreich so rasch als möglich die organisatorischen, finanziellen und baulichen Maßnahmen zur Errichtung derselben in die Wege zu leiten. Warum bringe ich diesen Antrag gleich am Anfang ein? Weil das Thema Medizinuni wie so viele andere nur zeigt, welch unstrukturierte Debatte im Bereich Wissenschaft herrscht und mit welchen Täuschungsmanövern eigentlich von den wirklichen Themen, die in der Wissenschaft interessant sind, abgelenkt wird. Ein weiteres ist ja die ganze Geschichte rund um den Bachelor. Frau Bundesminister, Sie werden sich vielleicht erinnern, bei der Fragestunde habe ich Sie gefragt, wie das jetzt wirklich mit der Vollwertigkeit ausschaut und mit dem Unterschied Bachelor-Master. Da haben Sie mir geantwortet, für Sie ist das in etwa so wie früher bei den Juristen nach altem Studienplan der Unterschied zwischen Magister und Doktor. Naja, wenn man sich das wirklich anschaut, und ich glaube, Sie haben ein bisschen auch Ahnung, wie es auf der juridischen Fakultät abgeht, das war damals ein Unterschied von einer Handvoll Prüfungen. Wenn man sich den Unterschied Bachelor-Master zumindest im Bereich der Technik anschaut, dann haben wir im ersten Abschnitt, der jetzt Bachelor heißt und angeblich ein voller Abschnitt ist, ein vollwertiger 180 ECTS und zum zweiten Abschnitt dann 120. Also der zweite Abschnitt ist zwei Drittel vom ersten. Das ist bitte nimmer eine Handvoll Prüfungen oder Kleinigkeit und das zeigt ganz genau, dass da nur getarnt und getäuscht wird und an den wirklichen Themen vorbeigeredet wird und die kann man wirklich sagen, die Propagandawalze der ÖVP läuft in diesem Thema ganz toll. Breite Mehrheit für neue Studiengebühren. Bitte, die Studiengebühren sind sowas von uninteressant in dem ganzen Bereich, weil es geht um die finanzielle Situation der Universitäten und nicht um irgendwelche Detailsachen. Schauen wir uns einmal doch bitte wirklich an im Detail, was da läuft. Kosten und Gehälter des Unimanagements wären einmal zu evaluieren und zu untersuchen. Bitte, es gibt nicht einen Unirektor, der weniger verdient als ein Minister. Muss das wirklich sein? Und wie es mit anderen Verwaltungsaufwand ausschaut, kann man sich auch genau anschauen. Die Medizinunis haben in den letzten Jahren weniger Studenten, aber mehr Verwaltungsaufwand. Lustig, oder Frau Minister? Da könnten Sie einmal richtig hineingreifen. Oder schauen Sie sich einmal bitte die Nebentätigkeiten des Unipersonals an. Die haben doch eigentlich vertragliche Regelungen für Lehrverpflichtung, Anwesenheit, dass sie ihre Kolloquien halten. Müssen sie das wirklich machen? Wird das hinterfragt oder haben die irgendwie so wie die Primarärzte ihre Nebengeschäfte laufen, die sie von der ursprünglichen Tätigkeit abhalten? Das nächste ist Online-Studien. In Linz hat, und es wird immer zu Unrecht gesagt, dass die Uni dort Ludwig-Scharinger-Universität heißt, aber das hat schon seinen Sinn. Der Herr Scharinger hat nämlich beim Neujahrsempfang dem Herrn Rektor ausrichten lassen, was er sich vorstellt. Er finanziert ihm vielleicht noch ein Unigebäude, aber sicher keinen Parkplatz mehr, denn es gibt mittlerweile genügend Elektronik und EDV auch auf der JKU und er erwartet sich, dass die Uni das ausbaut. Was hat der Herr Rektor gemacht? Es hat funktioniert, er baut das Ganze aus. Frau Minister, stellen Sie das bei allen Universitäten durch, das ist doch ein ganz leichtes, dass Sie das machen. Und nicht, bitte? Am IT-Ausbau ist nichts falsch, aber dass es gemacht wird. Nein, haben Sie mich falsch verstanden. Ich möchte, dass auf allen Universitäten Online-Studien und Ähnliches, wie es bei der Fernuni Hagen, eingeführt wird. Das kann sie durchstellen. So, nein, der Name wird von den Studenten ab und zu dazu verwendet, aber er ist nicht falsch. Sagen wir mal. Es ist vielleicht inhaltlich falsch, aber nicht vom Sinn her. So, gehen wir weiter. Evaluierung der Tätigkeit des Unipersonals. Jede gute Firma steht auf Kundenfeedback. Die Universitäten brauchen das nicht. Die Studentengefraster, wie es so schön heißt, die sollen machen, was wir wollen. Und die Professoren, die arbeiten vor sich hin. Das kann es doch bitte wirklich nicht sein. Und wenn wir auf den Universitäten schon wirklich was machen, dann machen wir das, was auch wieder in der Wirtschaft üblich ist, nämlich eine Produktbereinigung und dann eine Standortbereinigung. Schauen wir uns wirklich an, was auf den Universitäten für Studienrichtungen in den letzten Jahren neu errichtet wurden, beispielsweise auf der Wirtschaftsuni. Der Herr Badelt macht Wirtschaftsrecht, er macht Wirtschaftsinformatik und dann beschwert er sich, dass er volles Haus hat mit Studenten. Kann es ja bitte nicht sein, es gibt Informatik und es gibt Recht. Wir brauchen wirklich die zwei Studienrichtungen auf der WU nicht neu.
Und dann, wenn diese ganzen Maßnahmen durchgeführt sind, dann können wir nur über die studienplatzorientierte oder bezogene Finanzierung reden. Wir wollen aber nicht reden, wenn das nämlich dann gemacht ist, über Zugangsbeschränkungen. Wir wollen nicht reden über Studiengebühren. Weil wenn Sie das erste gemacht haben, können Sie auf das zweite verzichten. Wenn Sie die ganzen Maßnahmen im Detail durchgezogen haben, dann stehen Sie nimmer auf die paar Millionen, die Sie über Studiengebühren hereinbringen würden. Das verschweigen Sie nämlich, wie viel Sie wirklich